Das Land Salzburg und die Salzburg AG gehen in Sachen Klimaschutz Richtung Zukunft. Ziel ist es, bis 2050 ein klimaneutrales und energieautonomes Bundesland zu sein. Energieeffizienz und Klimaschutz wird also hier bei uns im Bundesland großgeschrieben und aus diesem Grund gehen auch hier die Salzburger Skigebiete mit einem guten Beispiel voran. Was wir als Bergbahnen dazu beitragen können, das ist halt an unseren Anlagen, das so effizient wie möglich zu gestalten und natürlich bei Anschaffungen vielleicht ein bisschen mehr in die Hand zu nehmen, aber dann in Zukunft Einsparungen damit zu erzielen. Ja, die Salzburger Lift- und Seilbahnunternehmen leisten bereits seit einiger Zeit sehr viel zum Thema Energieeffizienz, indem bei der technischen Beschneiung Anlagen eingesetzt werden, die viel weniger Energieeinsatz benötigen und um ein Vielfaches mehr an technischem Schnee erzeugen können, als wie noch vor einigen Jahren. Hätte man nicht schon vor 10 Jahren mit dem Energiefeintuning in Leogang begonnen, hätte man heute mit Sicherheit den doppelten Verbrauch. So wurde unter anderem in einen neuen Speicherteich investiert, um nicht das Wasser für die Beschneiung vom Tal auf den Berg zu pumpen. Bei den Seilbahnen wurden teilweise neue Motoren eingebaut und auch die Wärmerückgewinnung spielt eine große Rolle für die Energieeffizienz. Ja, wir sind da in der Werkstätte der Leoganger Bergbahnen, da werden hauptsächlich unsere Pistenraupen und Fahrzeuge gewartet. Und damit man dann nicht in der Kalten arbeiten muss und der Philipp recht angenehm arbeiten kann, verbraucht man da die Energie der Wärmerückgewinnung der Mittelstation. Innovatives gibt es übrigens auch beim zentralen Druckluftkompressor der Beschneiungsanlagen. Was da innovativ ist, es ist erstens einmal ein IE4-Motor drin, das heißt Energiesparmaschine mit Frequenzumrichter. Und die Art der Rückkühlung ist hier eine besondere, das funktioniert nicht über Luft, sondern über Wasser. Und wir können wieder Retourspeisen in ein Heizsystem, das wir da integriert haben. Beschneiungslanzen sind übrigens effizienter als Schneekanonen. Die jährliche Stromersparnis beträgt hier in Leogang zum Beispiel 310.000 Kilowattstunden, also der Stromverbrauch von etwa 105 Haushalten. In den letzten Jahren wurde also viel in die Umwelt investiert. Unterstützung kam hier von der Firma Sattler Energie Consulting, dem Umweltservice Salzburg und auch der Salzburg AG. Die Herausforderung gerade bei einem Projekt im Bereich von Liftbetrieben ist die, dass das Ganze sehr komplex ist, sehr ausgedehnt ist und sehr viele Zusammenhänge zu beachten sind. Das Gebiet ist sehr groß und das muss alles zusammenspielen, damit da eine optimale Lösung herauskommt. Ja, die benötigte Energie, die die Salzburger Seilbahn- und Liftunternehmen benötigen, wird zu 100% aus erneuerbarer Energie von der Salzburger AG zur Verfügung gestellt. Ja, was jetzt noch neu ist, ist das, wir bieten den Salzburger Seilbahn- und Liftunternehmen eine komplette Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an. Dies gilt aber nicht nur für Seilbahn- und Liftunternehmen, sondern auch für die gesamte Hotellerie in Salzburg. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie natürlich auch auf der Webseite der Salzburger AG.